Hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Moment mal kurz. Okay, wir sind hier gerade in so einem komischen Subraum hier und müssen schon wieder Mondteile sammeln. Ganz toll. Ich glaube, es wäre, glaube ich, nicht ganz günstig, den Boden unter uns zu zerstören. Und ich mach's gerade trotzdem. Aber ich glaube, aus eigener Erfahrung. Hier ist noch ein Mond, ne? Genau. Also kein Mond, sondern ein Mondteil. Hier gibt es einen Special-Mond, ja. Ich glaube, da oben ist er. Soll ich mir hier irgendwie eine Treppe formen, ohne dass ich das Ganze hier kaputt mache? So, und. Achso, ich kann das. Da! Hoch auf die Käsefelsen. Hat man im letzten Part auch schon, ne? Käse. Ich sag halt immer Käse dazu. Was soll das hier eigentlich sein? Also, ja, Käse. Wobei, ich glaube, niemand sagt Käse. Da hinten irgendwie was ist kaputt. Moment mal. Hä? Moment, war das Ding nicht da drunter? Ich hab's gerade gar nicht gesehen. Da ist ein Weg. Da ist bestimmt das letzte drin. Ja, ich sehe es schon. Gut. Ausgrabung in den Käsefelsen. Käse, bei mir auch immer. So. So. Immer ein bisschen abkürzen hier. Natürlich. Was machst du da? Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so heute Abend macht. Packt ihr eure Geschenke aus oder keine Ahnung, labert ihr irgendjemand voll? Guckt ihr einfach nur Fernsehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß, was ich heute Abend mache. Ich trainiere für irgendeinen Mario Odyssey, dass der Mario nicht mal abstürzt. Weil bald kommt ja schon das Finale. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber das Spiel geht nicht mehr lange. Also die Story zumindest. Ich weiß ja nicht, wenn er jetzt mal bei irgendeinem großen Let's Player vorbeiguckt, oder zumindest einen besseren Let's Player als ich, die Super Mario Odyssey bringen. Lass mich raten, der Special Mod. Ich muss hier, komm mal her. So. Könnt ihr ja mal gucken, die haben nämlich über 80 Part oder so gebraucht. Also Domtendo, der hat ja zumindest über 80, glaube ich, gebraucht. Let's Play Markus weiß ich gerade gar nicht, aber irgendwie auch so 70, 80. Beherzter Magmasprung. Was ist das denn? Da hinten ist der Mond. Okay, sieht ja gar nicht so schlimm aus. Mario! Guck doch mal, wie der da raushängt, Alter! Das geht doch nicht! La, 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 la. Oh mein Gott! Raus! Da wächst von den Dingern! Aber für Münzen nicht? Dahinter auch noch was? Nee. Schmaler Magmafahrt. War ja gar nicht so schwer. Oh, wir haben somit schon alle Monde, die wir brauchen, um ins nächste Level zu kommen. Die nächste Welt von Leveln kann man in diesem Jahr nicht mehr wirklich. Jetzt muss ich mit den Hammernbrüdern. Den Hammernbrüdern. Den Hammernbrüdern. Den
Hammerbrüdern noch hier hin, beziehungsweise den Kochbrüdern, den ja, was auch immer. In dem Moment, da geht's ja weiter, ne? Was machst du denn? Au! Nee! Was machst du denn? Verdammt, nee, nee! Oh, oh. Seltsam. Kommst jetzt her, verdammt noch! Danke sehr. Und hier haben wir was? Ach so, das ist schon wieder eine Rübe. Alles klar. Jetzt muss ich irgendwie hier noch zurückkommen. Gibt es wirklich nur diesen einen Topf und das ist der am Anfang, oder was? Und da muss ich immer wieder zurück. Ach nee, Moment. Dafür ist das hier da, oder? Diese Abkürzung. Moment mal. Genau, genau. Nee, oh, jetzt, oh, das ist dann wieder zu. Nein! Oh Mann, ey! Ganz ruhig, Mario. Nein! Oh, Mann, ey! Bleib ruhig! Mario, du bist ein Koch. Ja, das weiß ich. Ich weiß auch, dass ich Kochs manchmal verbrenne. Aber der Hammerbruder kann das noch besser. Deshalb würde ich gerne mit ihm steuern. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle wie eben. Wenn ich jetzt einmal was ausprobiere mit der Rübe, dann bin ich schon wieder tot. Deshalb will ich einfach den ganz normal. Auch geh weg jetzt. Schöne Frisur. Hast du. Wie geht's euch so? Was macht ihr so? Einfach los, einfach weitergehen, sammeln noch ein paar Münzen auf dem Weg ein, nicht treffen lassen. Hä? Moment mal, wie komme ich jetzt wieder zurück? Wie komme ich wieder zurück? Moment mal, war hier nicht eben schon rüber? Ach so, den Weg da oben, ne? Oh, jetzt muss ich wieder. Oder Moment mal, komm ich von. Oh oh. Mach mal das bitte kaputt. Danke sehr. Nee! Nimm das Ding, nimm das Ding! Geh weiter. Der kommt da nicht hoch. Der ist zu fett. Gib das Ding her, verdammt. Och, nee, was machst du denn? Ist da irgendwie ein Herz drin oder so? Nein. Nimm das Ding wieder. Nein! Och, du bist doch dumm, weißt du das? Ich hab ein Leben. Mach jetzt hier einen Weg. Mario kommt da durch, oder? Nee, kommt da nicht. So. Mario ist ein schlauer Junge, der kennt sich damit aus. Nee! Oh. Oh. Und jetzt das Ding noch in die Lava werfen, das wäre es ja. Wobei, vielleicht gibt das ja auch einen Mond. Wie viel gibt es denn davon, wenn ich fragen darf? Goldring Rezept 3. Ich darf doch mal kurz gucken, ne? Ach, Gott sei Dank, es gibt nur 3. Ja, sehr schön. Es gibt hier 56 Monde. Dein Ernst? Schlemmerlinge. Moment mal, das haben wir uns gar nicht durchgelesen, oder? Nee, haben wir uns nicht durchgelesen. Also lesen wir es jetzt noch, beziehungsweise wir lesen es nicht durch, wir überfliegen nur die Bilder ein bisschen. Schmausspitze, im Land kocht stets ein Süppchen, alles klar. Einheimische sind die Schlemmerlinge, natürlich. Die Währung ist tomatenförmig, ja, durchschnittlich 34 Grad. Der historische Dorfkern in der Vulkanküche, alles klar. Das Ding ist ein bisschen größer, Schlemmerfestival. Das gut gereifte Fleisch. Der Schlemmerplatz. Alles klar. Fertig. So. Bisher habe ich das Gefühl, es gibt wenig Checkpoints hier. Aber na gut. Andere Richtung. Nehmen
mal, ich muss doch da lang. Ich weiß, was ihr gerade denkt. Hä? Moment mal, wie soll es denn dann hier weitergehen? Genau. Nee. Nein! Ach, Moment, ich soll da oben lang, ne? Ich weiß nicht mehr, wo ich lang soll. Ich hab schon wieder nur ein Leben. Was ist das denn hier? Oh, ich dachte, es kommt ein Mond oder ein Herz raus oder so. Was haben wir da? Da hinten haben wir doch was. Da funkelt was. Und das ist bestimmt... Das sind bestimmt keine Münzen. Aha, ein Mond. Umgeben von hohen Bergen. Ja. Oh, danke sehr. Also schwierig ist die Welt jetzt nicht. Oh mein Gott. Ich weiß sozusagen... Ich habe nichts gesagt. Gar nichts habe ich gerade gesagt. Vergiss es wieder. Vergiss alles, was ich euch je beigebracht habe. Meine Söhne und Töchter. Und Hunde und Katzen und Vögel und sonst noch was. Kleine Nager. Nee! Ach Mann, du bist doch... Nein! Wir haben Weihnachten, Freunde. Ist das nicht toll? Für Mario wird es, glaube ich, nicht toll sein. Weil er gleich das Weihnachtsessen zubereiten muss. Und das wird sicherlich nicht spaßig. Okay. Kurz auf Checkpoint. So. Ich bin ein Fleischstück. War das Plan davon? Ah, da ist der Voldemort. Ich will runter. Ich will runter. Ich will runter. Alles klar. Wenn wir jetzt hier noch in die Suppe fallen, also dann beiß ich in den Maiskolben. Ich hab nicht mal einen Maiskolben. Ist mir nur gerade eingefallen, dass ich den da gesehen habe. Okay, war ein bisschen einfach. Ich weiß nicht, warum das den Multimon verdient hat. Topf auf dem Vulkan, tauch ein. Oh oh. Der erinnert mich ein bisschen an Bingo. Oh oh. Nein! Den Magmafall hinauf. Was ist das denn? Wahnsinn! Bis hierher geschleudert. Das ist mal ein Vulkan mit richtig schlechter Laune. Was? Der Vulkan spuckt immer noch Lava. Ach, das ist Lava. Ich dachte, da wäre irgendeine komische Soße zum Essen. Aber ehrlich, als ich jetzt das erste Mal Super Mario Odyssey gespielt habe, da kannte ich diese Welt noch nicht, ja? Und da bin ich da reingesprungen. Ich dachte, da wäre irgendwas zum Essen oder so. Also, ja, also jetzt. Was echtes zum Essen halt. Ja? Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das Lava ist. Was seid ihr denn jetzt alle hier? Wie soll ich bitte hier mit... Alles klar. Hä? Warum sind da jetzt die Feuerbrüder? Alles klar, Feuerbrüder. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ah, guck mal da. Nein,
mir doch gedacht. Entzünde die beiden Flammen. So, da hinten haben wir nicht. Okay, ich habe gerade noch mal kurz geguckt. Hä? Moment mal, ist hier nicht irgendwo der Weg? Der ist jetzt zu! Das ist ja eine Frechheit. Muss ich denn jetzt hier lang? Wie komme ich denn hier lang? Ich riskiere es einfach mal. Verdammt, hier waren wir schon! Hey, aber wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Muss ich jetzt da hinten den Weg nehmen? Vogelscheuche. Moment, die haben wir schon, oder? Ja. Natürlich. Das war das Tic-Tac-Turnier 1. Warum sind da hinten überall Gumbas? Das macht mir Angst. Okay, ich nehme die mal mit. Moment, die hatten wir doch schon, oder? Ja, natürlich, die hatten wir schon. Hier ist jetzt einfach eine Wand. Warum? Hey, guck mal, das haben wir aber noch nicht. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Die Blöcke gehen bestimmt irgendwie unter oder so. Ja. Ist eigentlich einfach. Tic-Tac-Turnier 2. Meine Mütze. Das ist das Einzige, was ich... Keine Ahnung. Was? Hat der früh zu viel gegessen? Ey, warum ist hier jetzt alles zu? Alter, mit vielen Münzen. Komm, ich komme da trotzdem noch hin. Außerdem hätte ich mich einfach hinwarten können, aber... Moment mal, ich frage mich überhaupt, wo ich gerade hin soll. Ich weiß es nämlich nicht. Ach da. Alles klar. Ja, ja. Ha, ha. Was gibt's da zu lachen? Ich finde das nicht witzig. Gibt's hier noch irgendwie eine Kerze zum Anzünden oder so? Ne? Na gut, dann nicht. Okay, eine 2D-Passage mal wieder. Oh, mit Lava. Oh, 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 oh. Moment, ging's da lang? Nee. Schon wieder Maiskolben. Mister. Ach, guck mal, da wird sogar rechts wird so ein Pfeil angezeigt. Kein Pfeil, so ein Kreuz angezeigt. Nee, was ist das denn jetzt? Was ist das? Das erinnert mich ein bisschen an Yooka-Laylee. Kann das sein, dass sie da abgeguckt haben? Den Boss aus der ersten Welt? Nee, was ist das denn jetzt? Und jetzt? Ah, okay. Alles klar, ich muss da reinspringen. Ich hab doch hier... Ach man, ey, bleib doch da drauf! Bleib doch da drauf! Mensch, wo ist er denn? Nee, nee, nee! Oh, nimm mich doch mit, bitte! Gott, doch! Es ist Weihnachten. Bleib ruhig. Und gelassen. Wie komme ich denn jetzt auf das andere?
So. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Kann doch nicht so schwer sein. Ich gehe jetzt einfach da drauf. Oder halt auch nicht. Hä? Der dreht doch nicht die Kamera. Das gibt's ja wohl gar nicht. Wo war denn das nochmal? Das gibt's ja nicht. Ach, keine Ahnung, ey. Nein! Oh, da. Willkommen bei Julia, ja? Richtig. Ich bin Lava. Wenn du jetzt noch da dran vorbeigesprungen wärst, ne? Moment, das ist der Mond, den ich nehmen soll. Okay, Freunde, im nächsten Mal sehen wir dann, wie es weitergeht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.